wie Sie Tirol größer machen? Nee. Möchten Sie es wissen? Ja, gern. So, jetzt sage ich eigentlich mal, wenn man richtig Tiroler geröstet macht, bringt es ins Haus. Röstel, Kartoffeln schneiden. Die schneiden wir mal feine Scheiben. Braucht man ca. 300 Gramm Kartoffeln, damit sie gleichmäßig braun werden. Also gut ist ein magerer Schweinebraten, kann aber auch ruhig ein bisschen fettig sein. Den schneiden wir in feinen Würfel. Das ist ein Selchschopf, der ist schon ganz gut geselcht. Kommt noch was vom Magen Rindfleisch. Ein bisschen Salz dazu, die Kartoffeln. Butterschmalz dazu, damit sie kräftig vom Aroma werden. Etwas schwarzen Pfeffer dazu. Dann haben wir noch was von unserem Tiroler Bauernspeck. Der kann ruhig ein bisschen fettiger sein, weil wir Tiroler mögen es gerne, wenn es ein bisschen fettiger ist. Speck noch erst rein, damit es schön knusprig wird. So, dann kann man die restlichen Zutaten dazu tun. Die Zwiebeln geben wir am Schluss dazu, ziemlich am Schluss, weil die werden schon schwarz beim Braten. Dann geben wir noch ein bisschen Knoblauch dazu. Kümmel geben wir noch dazu. Ich darf noch mal gut durchschwenken. Jawohl, steh gleich. Ein bisschen Pfeffer noch, einen schwarzen. Jetzt haben wir noch die restliche Zwiebel dazu. Dann haben wir noch frische Schnittlauch, frische Petersilie und einen frischen Majoran. Jawohl. Jawohl, schaut gut aus, schmeckt sicher gut. Das ist eine Tiroler Spezialität. Jawohl. So, jetzt essen wir noch einen warmen Krautsalat dazu. So schaut jetzt der Tiroler Gerst jetzt noch aus. Bitte schön, guten Abend. Schön, danke.